Das Immobilienunternehmen von Donald Trump und sein langjähriger Finanzchef sind wegen Steuerbetrugs verurteilt worden. Top-Führungskräfte hatten auf Wohnungen und Luxusautos keine Einkommensteuer gezahlt. Das Trump-Unternehmen könnte mit einer Geldstrafe von bis zu 1,6 Millionen Euro belangt werden. Weder Trump noch seine Familienmitglieder waren persönlich vor Gericht. Der langjährige Finanzchef der Trump-Organisation, Alan Weisselberg, hatte sich zuvor schuldig bekannt. Er sagte in einem Prozess aus und bekam im Gegenzug eine 5-monatige Haftstrafe zugesprochen.